Deutsche Banken finanzieren Atomwaffen. Über 10 Milliarden Euro steckten 10 deutsche Banken von 2014 bis 2017 in Unternehmen, die Atomwaffen herstellen oder warten. Dazu gehören auch Firmen wie Boeing und Airbus, deren Waffengeschäfte wenig bekannt sind. Spitzenreiter war die Deutsche Bank mit 6,6 Milliarden Euro, gefolgt von der Commerzbank mit 1,3 Milliarden Euro. Besonders bedenklich ist, dass nicht nur private Banken das Wettrüsten finanzieren, sondern auch Landesbanken wie die Bayerische Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg sowie deren Sparkassen. Das prangerte die neue Studie Don't Bank on the Bomb an, die von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen und der niederländischen Friedensorganisation PAX herausgegeben wurde. Weltweit stellten Finanzinstitute der Atomwaffenindustrie rund 525 Milliarden Dollar zur Verfügung. Verehrte Zuschauer, der erste Schritt zur Unterbindung dieses Geschäftsgebarens kann sein, dass wir unser Geld nur Bankinstituten anvertrauen, die ethisch einwandfreie Geschäfte betreiben.